Guten Morgen. 3000 Euro für Arbeitnehmer und Rentner, das wurde gestern im Bundeskabinett beschlossen. Bleibt dran, wir werden euch Einzelheiten in diesem Video dazu berichten. Mein Name ist Rechtsanwalt Thorsten Frühmark. Ich bin zugleich Fachanwalt für Arbeitsrecht und Familienrecht aus Rinteln. Ja, ganz frisch, gestern Abend vom Bundeskabinett beschlossen. Es soll ab 01.01.2023 die Möglichkeit geben, dass Arbeitgeber an Arbeitnehmer und beschäftigte Rentner eine sogenannte Inflationsprämie zahlen, bis zu 3000 Euro. Das ist jetzt beschlossen, das war im Entlastungspaket 3 angedacht. Wenn dich das interessiert, um Näheres dazu zu erfahren, guckt oben in das Video rein. Jetzt ist also klar, es soll ab 01.01.23 die Möglichkeit geben. Diese 3000 Euro werden dann steuerfrei gezahlt und auch sozialversicherungsfrei. Erst aber ab Anfang des kommenden Jahres begrenzt bis Ende 2023. Wichtig ist, dass der Arbeitgeber das dann auch als Inflationsprämie in der Lohnabrechnung und so weiter ausweist. Ja, vom Grundsatz her eine ganz tolle Sache. Ob die Betriebe dazu in der Lage sein werden, ihren Mitarbeitern mal eben 3000 Euro hinzuballern, ist eine andere Frage. Vom Grundsatz her aber, wie ich finde, nicht schlecht durchdacht. Ja, also 3000 Euro steuerfrei und Sozialversicherungsabgaben frei. Das könnte bei vielen Arbeitgebern, die keine Verpflichtung haben, tarifvertraglich oder arbeitsvertraglich im November oder Dezember eine Sonderzahlung zu leisten, dass die vielleicht Anfang kommenden Jahres sagen, wir zahlen dann die Inflationsprämie und diese gegebenenfalls auch höher, weil die halt steuerfrei oder Sozialversicherungsabgaben frei ist, beziehungsweise und. Ja. Das kurze frische Information. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst uns einen Daumen hoch da. Und wenn ihr dauerhaft Infos haben wollt, drückt den Abo-Button. Macht's gut, passt auf euch auf und tschüss.